Leute, ich bin's wieder, ABK, und ich war gestern mit meiner Katze beim Tierarzt. Betonung auf mit meiner Katze, damit nicht gleich irgendwelche Kürbisköpfe sagen: Warst du gestern beim Tierarzt? Wurdest du mal selbst behandelt? Nein, Mann, meine Katze immer noch. Jedenfalls, als ich mich dann in das Wartezimmer der Tierarztpraxis gesetzt habe, habe ich mich einfach mega krass gewundert. Neben mir saß so eine Frau, die hatte einen Hund dabei, der war etwas so groß wie mein Klavier. Extra jetzt das Klavier zeigen, damit einige sagen: Ach ja, stimmt, ABK spielt auch Klavier. Boah, ich schwöre, ich gucke mir gleich alle seine Videos an. Nein, Spaß. Jedenfalls, der Hund dieser Frau war riesengroß. Und gegenüber von mir saß ein anderer Typ, der hatte auch einen Hund dabei. Ich glaube, das war ein Dackel. Und der sah aus wie so ein Fischstäbchen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, in einer Tierarztpraxis ist das immer so, ihr werdet nicht mit eurem Namen aufgerufen, sondern immer mit dem Namen des Tieres. Also wurde die Frau neben mir, beziehungsweise ihr Hund, aufgerufen. Meinen die allen Ernstes? So? Der Lars, bitte. Dann habe ich mir so gedacht, hat die jetzt gerade wirklich ihren Hund Lars genannt? Ey, so nennen einige Eltern ihren Sohn. Dann dachte ich mir, egal, passiert. 20 Minuten später wird der Typ gegenüber von mir mit dem Dackel, der so aussah wie ein Fischstäbchen, ebenfalls aufgerufen. Meinen die, so, der Sebastian, bitte? Ey, in dem Moment habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Lars, Sebastian, so hießen früher Freunde aus meiner Klasse. Stell dir mal vor, du gehst zu irgendjemandem nach Hause und dann rufen die so: Lars, Sebastian, denkst jetzt kommen so zwei Jungs runter, kannst chillig mit den Fußball spielen gehen. Auf einmal sind das einfach zwei Hunde. Ich verstehe sowas nicht, ganz ehrlich, Alter. Wisst ihr, was solche Leute brauchen? Die brauchen einmal in ihr Gesicht so eine richtige Ziegenkralle, so.